Willkommen bei Flöten des Herzens. Ich stelle euch heute eine besondere Flöte vor. Und zwar ist es eine Maya-Tempelflute. Das ist also eine Maya-Tempelflöte. Oder auch Harmony-Drone-Flute genannt. So je nach Flötenbauer. Der eine nennt es halt Harmony-Drone-Flute. Die anderen nennen es Maya-Tempelflute-Flöte. Ich spiele es gleich nochmal ohne Effekt. Die klingt nicht ganz so typisch indianermäßig wie bei den anderen Flöten, die ihr von mir kennt. Ich finde, die hat schon was Maya-mäßiges, so vom Ton her. Und du siehst es auch schon hier, es ist völlig anders von den Klanglöchern her. Das heißt, du spielst auf beiden Seiten. Das braucht definitiv, also ich merke, dass ich das auch immer noch übe, es braucht definitiv eine Umgewöhnung, was das Halten betrifft, das Halten der Flöte und auch das Spielen, also gerade hier für beide Hände. Du hast halt nicht die typischen 5 Löcher auf einer Seite, sondern du hast auf jeder 3. Diese Tonart, das ist ein E und ein B. Das heißt, das Tiefe ist ein E und hier ist ein hohes B. Das ist bautechnisch für mich als Flötenbauer sozusagen meine erste Flöte, ist wie so ein Prototyp für mich. Ich habe mal geguckt, ob das überhaupt funktioniert, ob ich das hinbekomme. Ich habe da relativ viel geplant auch, weil das einfach das erste Mal war, so einen neuen Flötenstil zu bauen. Das bin ich sehr froh, weil dieses Western Red Cedar ist eben so ein ganz besonderes Holz, auch mit dieser Färbung. Bin ich total froh, dass die Flöte gleich gelungen ist. Das Besondere ist bei dieser Flöte, dass du hier eine Mitteltonflöte hast, das ist also ein E, und du hast eine Hochtonflöte, das ist hier ein B. Und du siehst es hier wahrscheinlich, das ist ein bisschen kleiner als das. Das heißt, es ist ein Hochtonflöter und eine Mitteltonflöte zusammen in einer. Und das auch abgestimmt hinzubekommen, auch mit den Reitern, mit den Luftkanälen und so, mit den Klanglöchern. Und eben auch vom Bau her an sich, das klein zu fräsen, das groß, das muss man dann absägen und schleifen und so, das ist alles schon nochmal eine andere Hausnummer als eine normale Indianerflöte. Ich spiele es nochmal ohne Hall und ich finde gerade diese Akzenttöne mit dem T-Klang, mit dem T, 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 also nicht dieses F, sondern dieses T, 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 das kommt richtig geil. Diese beiden Töne, E und B, das ergänzt sich einfach super genial. Es gibt da natürlich noch andere Tonkombinationen. Ich wollte erst mal mit dieser hier starten, also gefällt mir richtig gut. Ich habe hier wieder so einen ganz normalen Doppelreiter gemacht. Diese Flöte biete ich jetzt nicht im Shop an. Die würde ich erstmal nur auf Anfrage bauen. Also wenn du so eine Flöte haben möchtest, dann schreib mir mal eine E-Mail. Nur findest du auch unten in der Infobox. Die baue ich jetzt noch nicht für einen Shop, weil dadurch, dass es meine allererste ist und alle nachkommenden Flöten, die ich in diesem Stil bauen werde, ja wirklich meine allerersten Flöten sind, werde ich die nur auf Anfrage bauen. Vielleicht kommt was für einen Shop, mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was so meine nächsten Impulse sind. Aber das ist einfach, also die Flöte ist jetzt nicht zum Verkauf, es ist einfach nur, dass ihr wisst, ey, das werde ich jetzt zukünftig auch bauen. Und wie gesagt, erstmal nur auf Anfrage, wenn du Interesse hast, schreib mir eine Mail. Beziehungsweise vielleicht kommt ein Impuls, dass ich es auch für einen Shop baue. Mal schauen, je nachdem, wie ich so Luft habe und auch Lust habe dazu. Genau, und das Coole ist, du kannst halt natürlich jede Seite einzeln spielen. Und du kannst... Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, diese Saiten zu kombinieren. Also du kannst auf der einen Seite den Grundton ändern, während du auf der anderen Seite eine Melodie spielst. Das ist koordinativ schon ein bisschen herausfordernd. Das erinnert mich so ein bisschen an Klavierspielen. Schön viel probieren.
Also diese drei Fingerlöcher auf jeder Seite sind definitiv ausreichend, um verschiedenste Sachen zu spielen. Gut, wie immer, das sind jetzt 432 Hertz, geht natürlich auch in 440 Hertz. Was ich schon gerne noch machen will, ist nochmal eine Ecke tiefer. Das heißt, dass das hier ein D wird. Das wird also ein Tiefton und das wird ein Mittelton. Das wird dann ein, ach nee, das bleibt ein Hochton, das wird ein A. Das ist nochmal eine große Herausforderung. Mal gucken, ob ich mich da als nächstes ranwage. Genau, also eine Maya-Tempelflut oder auch eine Harmony-Drone-Flut.